Diesmal Tahin Pekmas. Dazu brauchen wir Sesampaste, Traubensirup, beides zusammen, einen Löffel und eine Schüssel. Wir stellen uns die Gläser schon mal bereit, stellen sie nochmal andersrum und fangen dann an, die Sesampaste in die Schüssel zu geben. Das Verhältnis ist so, dass es mehr Sesampaste sein muss als Traubensirup. Das sehen wir jetzt. Wir geben den Traubensirup nämlich auch dazu. Allerdings nicht so viel, der ist viel flüssiger. Und wenn man das schön in die Mitte gegeben hat und jetzt anfängt, von außen zu rühren, gibt das sogar ein schönes Muster. Das Ganze wird jetzt gut gerührt. Und je nachdem, wie man sein Pekmez haben möchte, kann man es mehr oder weniger dickflüssig machen. Hier prüft Orhan die Konsistenz, ob es ihm so schon gefällt. Ah, er rührt noch ein bisschen. Und überlegt, ob es wohl richtig ist so und ob er das so mag. Und jetzt probiert er es mal. Gegessen wird Pekmez mit Pide, dem türkischen Fladenbrot. Und es ist ein Brotaufstrich. Ich glaube, es schmeckt ihm. Hier sehen wir nochmal das Pide. Ich sage Afiyet olsun, guten Appetit. Afiyet olsun.